Jetzt wird es langsam immer spannender und immer besser. Besser? Leute, manchmal sieht man den Wald vor Bäumen nicht. Ich wurde durch die Community auf diesen Wochenbericht hier, Kalenderwoche 25 bis 28, 2020, der Arbeitsgemeinschaft Influenza Robert-Koch-Institut hingewiesen, und zwar auf Seite 4. Hier oben steht eindeutig, Seite 8 KW werden die Sentinel-Proben auf SARS-CoV-2 untersucht. Es gab bisher 13 Nachweise von SARS-CoV-2 in den 1883 untersuchten Proben. Das sind also 0,7%, schreiben die hier, der virologischen Surveillance der AGI, egal. Und seit der 16. KW gab es keine Nachweise von SARS-CoV-2 mehr im Sentinel. Ja, das hatten wir ja berichtet, das ist ja das Ding. Und da hat ja die Regierung scheinbar gar nicht drauf reagiert. Aber das Schöne ist doch an der Sache, und jetzt kommt der Hinweis, ich habe gar nicht, also wie gesagt, ich habe den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen. Und jetzt kommt wirklich der Hammer. Dann bleibt doch eine Frage, und zwar die hier. Wenn es seit dem der 16. KW, 13.04.2020, keine C-Fälle mehr gab, was sind dann das für 9.000 C-Tote? Wie denn nun? Also, wenn es keine Fälle mehr gab, dann kann ich doch die, die gestorben sind, auch nicht mehr dazu rechnen, oder? Liege ich da so falsch? Natürlich, mittlerweile, ich möchte mich mal selber rühmen. Ich bin berühmt geworden, denn die Trolle nehmen zu und die geben sich alle Mühe, immer wieder Zweifel zu säen an unseren Videos hier und an unseren Erkenntnissen, dass das alles wirklich nicht gefährlich ist. Und auch die Nachricht von Donald Trump, dass der die Maske trägt. Ich habe mir das Video angeguckt, zu seiner Pressekonferenz, wo er sonst frei spricht, locker spricht, alles so raushaut, wie es ihm in den Sinn kommt. Und das machen eigentlich Leute, die wissen, was sie sagen. Hat er diesmal bei der Pressekonferenz, bei dem Briefing, muss ich mal gucken, ob ich dann dazu verlinken kann. Ich bin jetzt in Zeitdruck. Hat er doch tatsächlich dann alles abgelesen. Alles abgelesen und sehr, naja, ich glaube, das war nicht er. Lassen wir es doch. Er macht Wahlkampf. Darum geht es ihm auch. Er muss den Wahlkampf gewinnen. Und dann muss er eben die, die so an die Masken glauben, naja, da muss er die eben mitnehmen, sozusagen. So könnte man es sehen. Also nochmal, das ist wirklich tatsächlich hier der Influenza-Monatsbericht vom Robert-Koch-Institut und von diesem Datum. Das kann man sich selber runterladen. Ich habe jetzt keine Zeit mehr dafür, das selber zu machen. Und ich verweise wieder zum Schluss darauf, auf die Videobeschreibung. Und ich werde auch hier nochmal eine Anleitung geben für alle, die es noch nicht wissen. Es gibt welche, die neu dazu kommen. Das dürfen wir denen nicht krumm nehmen. Leute, guckt euch unten dieses Video an. Darum geht es letzten Endes. Auf was ich verlinkt habe, was wir tun können. Und wir tun das sehr erfolgreich. Ich hatte gestern einen Lagebericht abgegeben, wie gut das schon geklappt hat mit der Verteilung und wie stark die Zugriffe sind und so weiter und so fort. Und das hat sich heute nochmal vermehrt. Nochmal, aus heutiger Sicht zu gestern dann. Es ist positiver, schöner Stress, den wir uns hier aussetzen. Aber wir müssen es tun, denn wir müssen unser Land wieder zurückbekommen. Und gebt nichts auf die vielen, vielen, vielen Trolle. Gebt denen meinetwegen Paroli, aber lasst sie eigentlich links liegen. Ja, gut, meine Lieben, wir machen was. Und wir machen es gut. Ich gebe mir jedenfalls alle Mühe und ich merke, ihr auch. Und das ist das, was mich auch immer wieder letzten Endes bestärkt. Also habt einen schönen Tag, bis zum nächsten Video. Macht was, macht's gut. Tschüss, bis dann.